Daniel fragt Pete Smeed: Von welchem Moment in eurem Leben hättet ihr gerne ein Replay, einfach weil das so unwahrscheinlich oder krass war? Wenn mit Replay gemeint ist, solche Situationen nochmal durchzuleben, dann gibt es da einige. Tatsächlich super viele Momente mit Freunden, die passiert sind, aber auch mein erstes Mal in Japan sein zum Beispiel oder mein erstes Mal eigenes Geld bekommen, weil ich das cool fand. Oder. Es gibt wirklich super viele Momente in meinem Leben, die sehr, sehr schön und krass waren. Und um da einen jetzt rauszunehmen, den ich besonders schön fand, nämlich ich nehme einfach einen von wirklich unendlich vielen und die sind nicht geratet, aber das ist mir jetzt gerade eingefallen, einfach nur, weil ich vorhin noch durch Berlin gefahren bin, ich das gesehen habe bei dem schönen Wetter. Der Tag, an dem ich meinen Motorradführerschein geschafft habe und ich mir dann direkt eine Maschine mit meiner damaligen Freundin gemietet habe, jeder eine, weil sie hatte auch Motorradführerschein und wir dann einfach so eine coole Tour gemacht haben. Das war ein sehr schöner Moment, definitiv. Hat jetzt aber, wie gesagt, der einzige Hintergedanke, warum ich da jetzt drauf komme, ist, weil ich vorhin durch Berlin gefahren bin und extrem viele Motorradfahrer gesehen habe. Deswegen komme ich drauf. War jetzt kein Ranking. Also von den, ich sag mal, abenteuerlastigsten Sachen gibt es meistens ein Video, weil wir die im Zuge mit YouTube-Videos oder Streams gemacht haben. Von daher ist das schon ganz cool. Auch von meinen Roadtrips in den USA gibt es entweder ein Video oder... als ich das mit meiner Frau gemacht habe, haben wir halt so ein ewig dickes Fotobuch gemacht, was ganz geil geworden ist. Von daher brauche ich das gar nicht. Also entweder habe ich es schon oder die romantisierte Erinnerung reicht mir. Naja, wird das so ernüchternd, dass es gar nicht so toll war. Deswegen brauche kein Replay. Ich habe mich mal als Kind mit dem Go-Kart überschlagen, mit einem motorisierten Go-Kart. Da hätte ich gerne ein Replay. Von außen, damit man das mal sehen kann. Weil ich habe ja nur die POV-Perspektive. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, tatsächlich. Das ist ganz krass. Naja, würde ich das gerne haben. Ich hätte gern ein Replay von meinen Vorstellungsgesprächen bei GameStar und PC Games. Als ich damals nach meinem Zivi das erste Mal groß außerhalb vom Dorf Weeze mich so einer Challenge gesetzt habe, mich bei so einem Unternehmen zu bewerben und da dann die Vorstellungsgespräche zu machen. Bei Computec, also bei PC Games, war das so. Da musste ich direkt an dem Termin einen Test schreiben. Also ich durfte das Spiel 2 Stunden spielen oder so und musste dann einen Test runterschreiben in Zeit X. Und dann haben die sich den angeguckt. Und dann habe ich schon ein paar Mal erzählt, auf dem Rückweg, meine Eltern sind bis nach Fürth gefahren. Ihr könnt mal nachgucken, wie weit Weeze bis Fürth ist. Sind die mit dem Auto mit mir gefahren. Nur für dieses eine Vorstellungsgespräch bei der PC Games, haben dann mit mir da übernachtet und sind dann wieder zurückgefahren. Und auf dem Rückweg habe ich einen Anruf von GameStar bekommen. Und dann habe ich noch das Geld, weil ich habe mir beim Zivi relativ viel Geld zurückgelegt. Das habe ich gespart und habe davon was genommen, um dann nach München zu fliegen und dort ein Vorstellungsgespräch nochmal zu machen bei der GameStar. Und da in einem Motel One zu übernachten, alleine. Das war auch alles aufregend. Habe ich aber durchgezogen, wieder zurückgeflogen alleine. Und das war ziemlich cool. Und die beiden Vorstellungsgespräche würde ich gerne nochmal sehen. Am liebsten hätte ich einen Vlog von den beiden Tagen. Einfach damit ich... Weil die Erinnerungen gehen weg, halt so. Die werden selektiv. Und das war, glaube ich, das war eine prägende Zeit, wo viele Schranken für meine Zukunft gelegt wurden. Ich hätte gern ein Replay, beziehungsweise... Ja, also, wisst ihr, dass man in VR das, den Moment nochmal wiedererleben kann. Das meint ihr, glaube ich. Also, dass man einfach quasi träumt, nochmal diesen Moment. Meinen ersten Parabelflug, da habe ich zwar damals ein Video drüber gedreht und das ist ganz nice, sich anzugucken, aber das Gefühl und das Dabeisein und das war so krass, das war so cool. Da werde ich meinen Urenkel noch von erzählen. Wer weiß, vielleicht lebt man dann ja schon auf dem Mars, ein Standard-Weltraumtourist zu sein und alle haben Schwerelosigkeit schon 1000-mal erlebt, aber ich fand das krass.